Roboterassistierte Chirurgie an den Helios HSK. Im Bereich der Urologie und in der Viszeralchirurgie wird nun die neueste Generation des Systems eingesetzt. Die OPs an Patienten also mit noch mehr Präzision und einer schnelleren Heilung. Der Da Vinci-Roboter ist kein Roboter im eigentlichen Sinne, sondern Telemanipulator. Der Chirurg sitzt an einer Konsole und steuert dann die Instrumente, die verglichen mit der Hand eigentlich ähnlichen oder gleichen Freiheitsgrad aufweisen. Das heißt, im Körper kann der Chirurg extrem diffizile, schwierige Aufgaben, wie zum Beispiel Nähen feinster Strukturen, ohne Probleme durchführen. Zusätzlich gibt es hier eine hochauflösende Kamera, die extrem nah an den Ort des Geschehens positioniert werden kann, dreidimensional das Bild dem Chirurgen in seiner Konsole darstellt. Das heißt also, die Kombination aus hochpräzisen Werkzeugen zusammen mit dieser hochauflösenden Optik erlaubt ein perfektes, präzises Arbeiten, und damit kann man jetzt eigentlich alles durchführen, was wir sonst mit Schnitt-OPs durchführen. Eine hochauflösende 3D-Sicht mit bis zu 10-facher Vergrößerung visualisiert selbst feinste Strukturen wie Nerven und Gefäße gestochen scharf. Für chirurgische Herausforderungen ein enormer Gewinn. Also seit fast 30 Jahren operieren wir Patienten mit minimalinvasiver Operationstechnik, was damals eine komplette Revolution der Chirurgie bedeutet hat. Und durch den Einsatz des Da Vinci-Manipulators, Roboters, ist es heute einfach nochmal präziser, nochmal genauer, nochmal mit besserer Vergrößerung und für den Chirurgen angenehmer und mit weniger Beschwerden anschließend für den Patienten möglich, Eingriffe durchzuführen. Und es ist uns tatsächlich auch möglich, Eingriffe, die bislang in der Regel nicht minimalinvasiv durchgeführt werden konnten, nämlich nur mit einem Bauchschnitt, zum Beispiel große Bauchspeicheldrüsenoperationen, jetzt durch diesen Operationsroboter auch minimalinvasiv durchzuführen. Also bei uns in der Viszeral, also Bauchchirurgie, nutzen wir den Roboter für vor allem Tumoroperationen. Das beginnt beim Enddarm, bei normalen Darmkrebsoperationen, geht über den Magen, über die Bauchspeicheldrüse, Speiseröhrenoperationen, Leber. Also das gesamte Spektrum ist letztendlich, was wir bislang minimalinvasiv operiert haben, und darüber hinaus jetzt mit noch höherer Präzision, noch weniger Beschwerden für den Patienten auch mit der robotischen Technik möglich.